die drei, die jetzt hier stehen, wir sind die Veranstalter sozusagen. Also wir organisieren so ein bisschen den Themenbereich DevOps bei uns, was viel Spaß macht. Aber wir haben unheimlich coole Leute im DevOps-Bereich. Einige davon sind auch hier. Also es macht unheimlich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Selbstdenkende Leute, technische Exzellenz, das ist wirklich der Hammer. Und eine Person ist jetzt hier nicht drauf, mit der ich mich aber auch bedanken würde, weil wir ja jetzt nicht im Vortrag gleich drin sind. Das ist ja unser Marc Riedel. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Da, der Marc Riedel, unser netter Partner, Betreuer, der uns auch hier unterstützt hat, dass wir das zusammen machen. Also eigentlich haben wir es quasi zu viert dann organisiert. Also herzlichen Dank. Die Agenda. Also, als erstes fangen wir an, Buzzword-Bingo zu spielen. Es wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, schätze ich. Mal gucken, wie schnell jemand von euch Bingo ruft. Also, wir werden mindestens 5 Wörter durchgehen, wenn nicht mehr. Je nachdem, wie lang es halt dauert. Dann gibt es Essen. So um 7 haben wir gedacht, geht es dann weiter mit dem nächsten Vortrag. Der Julian, der Daniel und der Christian. Toolchain in the Box, Problem, MVP, Roadmap und Feedback. Wir bauen da was und wäre cool, wenn jeder Feedback gibt. Also besonders in dem Vortrag einfach reden, melden, wenn man es sieht. Also man sieht es nicht so gut von hier oben. So, dann die Vorträge gehen immer so ungefähr eine halbe Stunde und dann haben wir immer mindestens so eine Viertelstunde Pause mit drin, damit man mehr essen kann, mehr trinken kann, mehr reden kann. Um 7:45 gibt es dann Kubernetes Multicloud Deployment mit Persistent Storage. Der Vortrag ist von NetApp, die das Event auch freundlicherweise sponsoren. Und NetApp ist ein langfristiger Partner von der SVA und es ist ziemlich cool, dass sie sich auch in diese Richtung entwickeln. Also sie haben ein paar spannende Sachen, die sehen wir dann da in dem Vortrag. Und das kommt uns natürlich zugute, weil wir wissen, dass die Partnerschaft gut funktioniert. Wenn die jetzt auch noch in diesen Themenbereichen unterwegs sind, wo wir auch unterwegs sind, ist es natürlich umso besser. So, und dann um 8:30 Serverless, das ist vom Jasper. Der macht den Vortrag. Der Jasper und der Enrico haben auch hier diese Bahnen mit hergebracht. Die könnten wir sich vielleicht in den Pausen mal erklären lassen. Oder ich weiß nicht, ob man da auch was spielen kann. Oder man kann da drauf drücken. Also cool, ja. Kann jeder mal gucken. Ja, so ungefähr um 9 sind wir dann so geplant durch. Der Jasper hat schon ein paar Ideen, ob er es verlängern will und so. Das können wir dann schauen, ja, wer da noch Lust hat. Wir sind aber dann natürlich danach auch noch ein bisschen länger da. Also wer Lust hat, gerne hier bleiben. Wir können noch ein bisschen erzählen. Wer dann mal ins Bett will, der kann dann gehen. Ja. Gut. Alles klar, ist die Agenda. Keine Fragen, glaube ich. Gut, Buzzword-Bingo. Fangen wir mal an. Ja, es sind ziemlich durchmischte Leute, glaube ich, hier. Ich glaube, es sind Leute, die sind hier, die haben DevOps quasi mal gehört und interessieren sich einfach dafür und wollen mal hören, was es ist. Und es gibt andere Leute, die sind hier, die arbeiten quasi im DevOps-Bereich schon seit mehreren Jahren und für die ist es nichts Neues. Es ist also schwer, irgendwie was zu machen, um alle abzuholen. Das Erste, was wir jetzt spielen, ist Buzzword-Bingo. Und im Prinzip geht es darum, die Wörter, die wir vorhin gesehen haben. Ihr habt jetzt die Wahl, euch diese Wörter erklären zu lassen. Beziehungsweise ihr müsst wählen, welches Wort ihr erklärt haben wollen. Ich sehe schon einige Tippen, deswegen mache ich mal gerade das Ding schon an, damit ihr auch voten könnt. Moment. So, die Idee ist jetzt die folgende. Um dieses Buzzword-Bingo zu spielen, es geht folgendermaßen. Jeder, der einen Stimmzettel, also ihr dürft alle mitspielen, auch die, die keinen Stimmzettel abgegeben haben. Aber insbesondere ist es natürlich von Interesse für die Leute, die einen Stimmzettel abgegeben haben. Ihr geht auf www.menti.com, da könnt ihr so einen Code eingeben, das ist 868821. Wenn ihr diesen Code eingibt, dann könnt ihr für eines dieser 25 Wörter voten, die ihr vorhin gesehen habt. Und ihr votet jetzt für das Wort, was wir jetzt erklären sollen. Das heißt, ihr votet. Und das meistgevotete Wort erklären wir jetzt hier gleich auf der Bühne. Diese Zahl bappe ich dann hier irgendwo dran und das ist dann der erste Punkt, der erklärt wurde. Dann machen wir das Ganze nochmal und dann machen wir es nochmal und nochmal und nochmal, bis einer sagt Bingo. Also die Wörter, die Zahlen, die dann hier bappen, die müsst ihr vergleichen mit euren Zahlen, die da in der Box liegen. Und der Erste, der Bingo gerufen hat, der kriegt was. Okay, der Erste, der Bingo ruft und auch die richtigen Zahlen angetippt hat, der kriegt was. Okay, Fragen dazu? Hat es jeder verstanden, wie das funktionieren soll? Ich hoffe, es funktioniert auch. Also, gut, dann gehen wir mal. Das sind die Wörter, das sind die gleichen Wörter, die eben dort standen. Und das sind die gleichen Wörter, die ihr jetzt auch seht, wenn ihr auf diese URL geht. Und da könnt ihr voten, was ihr gleich sehen wollt. Dann warten wir eine Minute und dann machst du das Voting zu. Und dann haben wir ein Ergebnis. Beziehungsweise man sieht es auch schon. Ich kann es euch mal kurz zeigen, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ihr votet jetzt quasi und die Balken verändern sich gerade und man sieht live, welche Wörter interessant sind.
Also im Moment, ja. Ah ja, klarer Favorit, aha. Also dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt quasi zu und dann machen wir es gleich wieder auf für den nächsten Vote. Moment, jetzt muss ich hier Close Voting machen. Okay, jetzt dürftet ihr alle nicht mehr voten, hoffentlich, oder voten können. Und das erste Wort, für das sich das gewählt wurde, ist DevOps. So, dann gehen wir mal in DevOps rein. Und das darf der Christian jetzt erklären, was sich eigentlich dahinter... Achso, Stefan? Genau, der Stefan darf das erklären. Also ich erkläre die Geschichte, wo kommt DevOps her? Der junge Mann hinter mir, das ist Andrew Clay Schaefer, der hat auf einer Konferenz 2008 in Toronto, auf der Agile-Konferenz, zu Agile Infrastructure, zu einer Birth of Feather aufgerufen. Das ist ein informelles Treffen auf einer Konferenz. Ja, dazu sind nicht so viele Leute gekommen. Also, sie waren dann zu zweit. Der junge Mann oben links, das ist Patrick Dupois, der schon lange im Infrastrukturbereich unterwegs ist und immer das Problem hatte, dass er ja alles automatisieren wollte und wollte mit dem Andrew Schaefer zusammen dann eine User-Community aufbauen. Dementsprechend haben sie Google Groups gegründet, aber auch das war nicht so von Erfolg gekrönt. Dann war 2009 auf der Velocity-Konferenz von Paul Hammond und John Alsborn Vortrag 10 Deploys per Day. Da sieht man schon, da geht es schon in die Richtung Dev versus Ops. Das haben sie vorgestellt. Wo sind die Probleme? Warum hat man so viele Probleme, Produkte in die Produktion zu bekommen? Warum können Entwickler nicht einfach ihre Produktlieferungen dahin bringen? Also haben sich darüber Gedanken gemacht, haben das analysiert und haben gesagt, okay, das traditionelle Denken hat da ein gewisses, trägt zu der Problemstellung bei. Deswegen haben sie gesagt, okay, Ops-Jobs ist es nicht einfach nur, die Seite stabil und schnell zu halten, das heißt die Infrastruktur, sondern eigentlich ist der Job der Infrastruktur, das Business zu enablen. Das heißt, die Infrastruktur so vorzubereiten, dass man Produkte einfach liefern kann. Deswegen, der Patrick Dupois hat zwar nicht an dieser Konferenz teilgenommen, war aber sehr begeistert von den Vorträgen, die er im Anschluss gesehen hat, die Folien, und hat dann in Gent in Belgien die DevOps Days aufgerufen. Also haben wir jetzt seit 9 Jahren quasi den Begriff DevOps. Hier sehen wir nochmal, das ist Patrick Dupois, der den Begriff geprägt hat. Und diese Konferenz war dann schon der erste Erfolg. Das heißt, aus dieser Konferenz sind viele andere Konferenzen gefolgt. Und dann hat man Patrick Dupois später mal gefragt, ob er es auch wollte, dass DevOps als Begriff so geprägt wird. Und da hat er gesagt, nee, eigentlich wäre, wie man hier sieht, Agile System Administration einfach zu lang gewesen. Deswegen hat er es DevOps Days genannt. Ja, das ist die Geschichte von DevOps. Auch so gut. Dann fangen wir jetzt wieder an zu voten. Ich mache das Voting wieder auf. Habe ich schon aufgemacht? Nee. Moment. Nee, ist offen jetzt. Ja. Jetzt kann man voten? Ja. Ja. Man kann wieder voten. Dann legt mal los. Ja, das wäre jetzt uncool, ne? Wenn jetzt, weil wir haben keine anderen Slides. Es wird jetzt wieder dann die gleichen. Oh, hier. Ich glaube, du darfst schon wieder ran. Also man sieht dann in der Ecke immer die Anzahl, wie viele Leute gerade gewotet haben. Und ich warte, bis es so eine bestimmte Anzahl durch ist. Ich habe doch gesagt, ihr habt all die coolen Wörter, ja? Meine, keiner wurde für die. Wir haben die vorher aufgeteilt. Ja. Okay, cool. Okay, dann, ich glaube, da kommt später auch noch eins von meinen wahrscheinlich dran, schätze ich mal. Gut, alles klar. Voting is closed. Nächstes Wort ist CICD.
Ja, da ist jetzt viel Text. Einfach, weil es zwei coole Zitate sind von zwei sehr bekannten Menschen in diesem Umfeld, das heißt, die das Umfeld geprägt haben. Continuous Integration ist die kontinuierliche Integration von Quelltext oder von Funktionen in bestehenden Quelltext beziehungsweise in bestehenden Code. Und Continuous Delivery bedeutet, dass man diesen Code auch staged, das heißt auch, dass das Deployment in die Produktion automatisiert werden kann, beziehungsweise das Staging an sich. Ist noch zu abstrakt. Also es geht darum, dass man Code nicht von neuem immer schreibt, sondern man verwendet bestehenden Code und schreibt ständig neue Funktionen in diesen Code rein, schreibt auch Tests dafür, dass diese Funktionen, die neu geschrieben wurden, automatisch in den Code bzw. in das Produkt integriert werden. Also, dass man nicht alle Funktionen von Grund auf schreiben muss und dass man Tests auch nicht von vornherein schreiben muss. Nehmen wir beispielsweise mal Google, wenn wir einfach eine Suche eingeben, wollen wir am Ende immer noch, dass die Suche funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle Funktionen von der Suchmaschine austauschen, aber wir wollen neue Features einbringen. Das heißt, die Seite an sich wird schon getestet, ob die Suche erfolgreich werden kann und dementsprechend schreibt man diese Tests von vornherein, schreibt die neuen Funktionen und guckt, ob das danach immer noch funktioniert, das heißt, ob die Suche erfolgreich sein kann. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, wenn diese Funktion erfolgreich getestet wurde, also dieses Feature, kommt es dann auch in die Produktion. Also seht ihr das alle beispielsweise bei Google oder bei Facebook, wenn ein Chatprogramm integriert wird. War das verständlicher? Gut. Danke. Ich sage ja immer, CI ist da, wo der Code reingekippt wird, CD ist da, wo er rausgekippt wird. Das ist meine Erklärung. Ich denke halt immer ein bisschen simpler. Okay, gut. Nächster. Der Stefan hat die ganzen coolen Wörter. Oh, ja, du hast den auch. Ich wurde da, als die Wörter verteilt wurden. Ja. Wir brauchen noch ein Vote, wir haben nämlich gerade Gleichstand. Ja, oder wir nehmen die beide. Wir nehmen die beide, oder? Was? Ja, nee, wir nehmen einfach beide Wörter und nehmen beide Zahlen. Dann müsst ihr einmal weniger voten. Alles klar. Gut, machen wir. Voting closed. Und die zwei Wörter sind erstens Container, zweitens Microservices. Okay, Container. Container werden oft als virtuelle Maschinen gesehen und ja, wir haben mal ein kleines Übersichtsbild gemacht, dass es keine virtuellen Maschinen sind. Das heißt, die Container befinden sich alle innerhalb eines Betriebssystems. Also virtuelle Maschinen hätten alle ein eigenes Betriebssystem. Bei Containern sind es unterschiedliche Namespaces. Das heißt, die sind isoliert voneinander. Das ist ein Kernel integriert in das Betriebssystem selbst. Und innerhalb dieser Namespaces können wir dann Anwendungen laufen lassen. Das sind eigentlich Container, also ist nichts Wildes dran. Verstehe ich nicht. Schon wieder. Okay, wie kann ich es noch besser erklären? Jeder Container an sich bekommt Ressourcen zugewiesen. Das heißt, fangen wir es anders an. Mit dem Image soll ich anfangen. Okay, also Image wäre noch was anderes. Das heißt, wir würden jetzt nicht nur von Container ausgehen, sondern wir hätten sowas wie Docker, also eine Containerlösung. Dann könnten wir Container an sich in Abbilder gießen, das heißt in Images, was der Enrico gerade gesagt hat. Der Vorteil davon ist, dass wir Anwendungen einfach darin paketieren können. Also das heißt, wir bauen unser Image innerhalb eines Betriebssystems, schieben das irgendwo hin und können das woanders laufen lassen. Und das ist auch ein Riesenvorteil bei Containern, dass wir, egal auf welchem Betriebssystem oder beziehungsweise auf welchem unterschiedlichen physischen System, können wir die gleichen Container laufen lassen, sofern wir ja, die gleiche Containerlösung verwenden können. War das besser? Nein. Was ist der Unterschied zu VMs? Der Unterschied zu VMs, das ist einfacher. Eine VM wäre quasi das komplette Konstrukt. Das heißt,
hier, wo wir OS für Operating Systems sehen, haben wir eine VM oder können wir als eine VM benutzen. Der Unterschied zu Containern ist, dass wir, wie gesagt, hier alles innerhalb eines Betriebssystems haben. Der Vorteil von Containern ist, dass da quasi nur die Applikation drin gestartet wird. Also das heißt, das sind einfach Prozesse, die auf dem Betriebssystem laufen in einer isolierten Umgebung. Und deswegen sind die auch so schnell oben oder so schnell da, weil man nur die Anwendung bzw. die Prozesse, die im Container drin sind, startet und nicht ein komplettes Betriebssystem hochfahren muss. Also das heißt, wir müssen jetzt kein System booten, sondern es ist so, wie ein Programm zu starten. Ja? Okay, dann gehen wir zu Microservices. Aber wir machen mal die Fast Feedback Loop. Ich würde sagen, der Christian erklärt am besten Microservices. Direkt rein. Ja, gute. Vielleicht noch mal kurz zum Container und zu CI/CD zurück. Ja, wenn man jetzt überlegt, man macht irgendwie die ganze Zeit CI und muss da die ganze Zeit committen und Änderungen machen, dann ist es natürlich blöd, wenn man die ganze Zeit an so einem riesen Monolithen rumschraubt, ja, weil wenn dann was bricht, ist schlecht, ja. Man kann nämlich auch einen riesengroßen Container bauen, der irgendwie alles macht, aber wenn der bricht, ist auch wieder schlecht, ja. Deswegen nimmt man sich quasi Microservices her und sagt, ich nehme mir die Containertechnologie, mit der ich sozusagen kleine Stücke, ja, ausrollen kann, ziemlich easy auf verschiedene Knoten. Ja, da muss ich nicht große VMs bauen, sondern ich habe so ein Docker-File zum Beispiel, was meinen Container beschreibt und da stehen eigentlich nur so, keine Ahnung, so 5, 6, 10 Zeilen an Code drin. Also ist super, super klar, was das Ding macht. Ja, das ist irgendwie nochmal ein Vorteil eigentlich von so einem Container. Ja. Und jetzt gehe ich her und tue meine Dienste, ja, nicht in so einen riesen Container oder eine riesen VM rein, sondern ich baue Microservices. Was ist ein Microservice? Wenn ich mir so eine Applikation angucke, da gibt es irgendwie so ein Web-Frontend vielleicht, da gehört ein bisschen Authentifizierung dazu, da gehört vielleicht irgendwie noch die ein oder andere API dazu. Ja. Und das könnte ich jetzt alles in meinem CI-Prozess alles irgendwie rein, alles in einen Container, einen riesen Service. Aber wie gesagt, wenn es kaputt geht, dann ist es schlecht. Und wenn ich da irgendwie was austauschen will, ist auch schlecht, weil da muss ich immer an dem riesen Ding dran rumbauen. Ja. Deswegen mache ich schön meine Microservices, heißt, ich segmentiere irgendwie alles, was in meiner App ist, raus, ja, und kann dann an den einzelnen Komponenten arbeiten. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel das Stück, was ich für Authentifizierung verantwortlich fühlt, ändern will, dann tue ich nur das Stück ändern, ja, und muss nicht irgendwie an so einem riesen Trümmer dran rumarbeiten, ziehe da irgendwie Authentifizierung raus und alles geht kaputt, sondern ich weiß genau, wie meine Komponenten, meine Microservices miteinander sozusagen verbunden sind, können dann Container sein oder was auch immer, ja, üblicherweise ist es so, und habe dann irgendwie was ziemlich wartbar ist, ja, und habe nicht so einen riesen Trümmer, ja, und deswegen irgendwie Microservices. Punkt. Bingo. Also machen wir es mal so, damit, weil ihr es nicht seht, also Toolchain ist irgendwie oben, BusDevSecOps ist oben, Design Thinking, Idempotent, jetzt ist BusDevSecOps vorne, Toolchain, BusDevSecOps. So, Toolchain versus BusDevSecOps. BusDevSecOps scheint jetzt vorne zu liegen mit 2 Pferderennen. Ja. Ach ja. Also BusDevSecOps, Toolchain und Design Thinking. Wobei BusDevSecOps hat 2 mehr. Gut. Nehmen wir alle 3. Vielleicht hat ja dann jemand... Mich hört keiner. Ich habe es jetzt zugemacht. Wir haben Gleichstand zwischen BusDevSecOps und Design Thinking. So, ich erkläre die Sachen immer ein bisschen simpler als. Ja, das habe ich gemalt. Ja, so, BusDevSecOps, danke. DevOps steht für Development and Operations, das haben wir ja schon gehört.
bist, DevSecOps. Es gibt lauter solche Kunstwörter und das ist so ein von diesen Kunstwörtern, um sich darüber lustig zu machen, über diese ganze Buzzword-Geschichte. Es gibt auch noch viel längere Versionen. Bis DevSecOps ist sozusagen die Kurzform für einmal Business, Development, Security und Operations. Ja, also eigentlich ist das schon alles in DevOps gesagt. Das ist mehr so ein Begriff, jetzt um sich darüber lustig zu machen, über diese ganze Buzzwörterei und so. BIS steht für Business und es geht darum, dass die Business-Leute, das heißt die, die im Fokus haben, ich will schnell auf den Markt reagieren, ich will schnell liefern, ja, also im Regelfall ist es die Geschäftsführung oder die, die sich um das Portfolio kümmern, die Vertriebler, die verkaufen wollen, ja, oder die verschiedenen Fachbereiche, das ist so ein bisschen jetzt so am Beispiel von unserer Firma, habe ich das auch mal ein bisschen gemacht, das sind also die Business-Leute. Ja? Die Business-Leute, die sollen nicht isoliert agieren, sondern die sollen jetzt mit den anderen drei zusammen agieren. Der nächste ist der Developer, das sind also die Architekten, die so ein bisschen die Vision haben. Bei uns sind das auch vor allem die Pre-Sales-Leute, da gibt es immer einen Clash zwischen den Pre-Sales und den Post-Sales-Leuten, das heißt, die einen, die verkaufen, oh, wird voll toll und die anderen müssen es umsetzen und sagen, was hast du denn da für einen Käse gemacht? Und die Idee ist, dass die Leute miteinander sprechen, das wäre so die Lösung. Und die Developer sind also einmal die, die vorne rangehen und die Architektur entwerfen, aber vor allem sind das auch im Begriff DevOps die Anwendung entwickeln. Das heißt die Coder, die Softwareentwickler. Ja? Also die wirklich obendrauf die Anwendung programmieren. Und die Ops-Leute wären im Gegensatz dazu der IT-Betrieb, das heißt die dann wirklich die Hardware und die Software zur Verfügung stehen, sodass es laufen kann. Security ist, glaube ich, relativ klar. Das sind die Leute, die sich dann einmal um die Plattform-Security kümmern, aber auch um die Applikations-Securities. Würde also Sinn machen, wenn die auch miteinander sprechen. Und Operations habe ich gerade jetzt schon erwähnt. Das sind die fordern, ich will eine stabile Infrastruktur. Am besten lieber nicht so viel neue Innovation, weil ich weiß gar nicht, ob das dann auch alles hält und stabil ist. Das heißt, es gibt da bestimmte Clash zwischen den vier Parteien und die Idee ist, dass man diese vier Parteien ein bisschen zusammenbekommt, bessere Kommunikationslinien aufbaut und bestimmte Werkzeuge zur Verfügung steht, dass die Kommunikation einfacher läuft. So, Design Thinking ist voll, das ist auch wieder so ein schönes Buzzword, was im Moment so die Runde macht. Steckt auch recht viel eigentlich dahinter. Das ist eigentlich nur eine Methode. Also es ist, man hat eine Vision oder eine grobe Idee einer Vision und möchte gucken, also ich habe eine Idee für ein Produkt und denke, wäre das nicht was? Würde das vielleicht gut auf dem Markt ankommen? Und dann mache ich einen Design Thinking Workshop und am Ende dieses Workshops weiß ich, ja, das kommt eigentlich ganz gut an und ich denke, wir sollten dieses Produkt jetzt anfangen zu entwickeln. Das steht am Ende von so einem Design Thinking Workshop. Das heißt, in dem Design Thinking Workshop, ich habe es hier mit diesen Bubbles da gemacht, man befindet sich erst in dem Problemraum, das ist ganz wichtig. Das heißt, man geht erstmal, man versteht erstmal, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte. Konzentriert sich darauf und sagt, ist es wirklich ein Problem? Man versucht, Empathie aufbauen, bezieht sich darauf zu gucken, wer könnte denn mein Kunde sein, so ein bisschen Marktforschung machen, sich überlegen, macht es überhaupt Sinn, darüber nachzudenken, ist da überhaupt ein Problem vorhanden oder fange ich hier an, irgendwas zu bauen und keiner will es am Ende haben. Und am Ende denkt man so, okay, in welche Richtung könnte es gehen? Perspektiven definieren. Das heißt, relativ lange bin ich in dem Problemraum und gucke mir das an, was ist eigentlich das Problem? Und dann erst fange ich an, okay, was ist die Vision, wo könnte ich denn wirklich hingehen? Das heißt, dann komme ich hier in diesen Lösungsraum, fange an, so einen Prototyp zu bauen und das geht jetzt nicht so ein Prototyp, wir reden nicht über was, was man in mehreren Monaten baut, sondern man redet über was, was man mit Alufolie und einer Kastanie baut. Ja? Also so einen richtig kleinen Prototyp und den testet man dann durch, geht vielleicht mal zu irgendwelchen Probekunden und sagt, guck mal, kannst du dir das vorstellen? Würdest du das kaufen, wenn das irgendwie so in einem Jahr vielleicht mal steht oder so? Und dann am Ende hat man dann wirklich eine Vision und sagt, okay, das scheint was zu sein, das scheint ein Produkt zu sein, was vielleicht am Markt ankommen könnte und dann fängt man an zu bauen. Das heißt, Design Thinking ist eine Methode, um von Leuten aus der Nase zu ziehen, ist das wirklich eine valide Produktidee, die wir weiterentwickeln wollen. Ja, das war's. Das waren jetzt die Nummer... Bingo! Echt? Wirklich? Hast du Bingo? Ja, super, geil! Dann den Rest der Worte müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Ja, cool! Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, der ist ein bisschen scheu, könnt ihr das mal durchgeben?
Nee, müssen wir nicht anmachen, alles gut. Dankeschön. Okay, damit haben wir einen Gewinner, der hat jetzt hier ein paar Geschenke bekommen, vielen Dank. Die restlichen Begriffe, wer sich für die restlichen Begriffe interessiert, kann in den Pausen einfach auf uns zukommen und fragen. Wir können die natürlich trotzdem erklären. Und jetzt ist erstmal Pause und hoffentlich steht da draußen ganz viel Essen. Das heißt, jetzt erstmal ist die Idee, viel zu essen, viel zu trinken, hier mit der Bahn zu spielen und miteinander zu sprechen. Und ich sage Bescheid, wenn es weitergeht. Gut, super.